Zurück, willkommen wieder auf meinem Bett. Die gleiche Position wie das Video von letzter Woche. Das kommt davon, dass ich das gerade eben erst gedreht habe, aber okay, ist egal. Heute gibt es einen Haul und zwar einen Schnäppchen-Haul. Und ich werde euch mal vorstellen, was ich mir in der letzten Zeit wieder so gekauft habe und was ich wirklich sehr günstig erstanden habe. Und das will ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Dazu muss ich sagen, also mein Freund und ich, wir sind in letzter Zeit so drauf, wenn es langweilig ist, dann fahren wir jetzt nur bei Events nach Leipzig. Und auch wenn ich eigentlich nichts kaufen will, kaufe ich meistens doch was. Und zwar meistens in H&M. Und da werde ich euch jetzt erstmal zeigen, was ich von 2 Shoppingtouren insgesamt aus dem H&M, was ich einfach da gekauft habe. Und zwar was im Sale war und mega günstig war. Von der ersten Shoppingtour weiß ich leider die Preise nicht mehr, weil ich auch keinen Zettel mehr habe. Aber ich kann euch so viel sagen, ich glaube, manche Teile sind sogar noch erhältlich. Und die haben alle nicht mehr als 10 Euro gekostet von der ersten Shoppingtour. Und manche haben sogar nicht mal 5 Euro gekostet. Zuerst fange ich an mit diesen Teilen. Und ja, das sieht etwas merkwürdig aus. Ich fand es irgendwie sehr interessant, weil ich habe es gesehen und auf den ersten Blick war es für mich, wow, das sieht mega fashion aus. Das ist richtig ein besonderes Teil. Auf den zweiten Blick sah es halt irgendwie aus wie Krankenhaus beziehungsweise Psychiatrie, weil es einfach aussah wie eine Zwangsweste. Heißt das so? Zwangsweste? Einfach wegen diesem geschnürten vorne am Bauch und wegen dieser Krankenhauskittelfarbe. Ich habe es mir dann einfach mal geholt, weil ich fand es halt irgendwie schon besonders. Bisher habe ich noch keinen anders gefunden, wo ich es mal anziehen konnte. Ganz einfach, weil es manchmal auch einfach zu kalt war und es ist halt ziemlich dünner Stoff und kurzärmelig. Dann haben wir dieses süße Top hier. Das hat an den Seiten solche kleinen Stickmuster, genähtes Muster. Fand ich total schön. Und ich glaube, das habe ich wirklich mitgenommen, weil es einfach nur 2 oder 3 Euro gekostet hat. Hat hinten so einen Knopf am Genick und es fällt halt einfach auch total schön. Es sieht irgendwie ein bisschen ethno aus und deswegen dachte ich mir, ja. Dann habe ich dieses Top entdeckt und oh mein Gott, ich war sofort verliebt. Ich glaube, ich habe dafür 5 Euro bezahlt und guckt es sich an, es ist halt einfach ein T-Shirt, ein bisschen kürzer, also wie ein Cropped-Shirt, babyblau als Netz und dann ist da einfach so eine Qualle drauf gesteckt, so ein Quallenpatch. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, ist das süß und dann halt noch in diesen Pastellfarben und da war es komplett um mich geschehen. Ja, und jetzt kommt da eigentlich noch eine Art Pullover-Tunika, aber irgendwie ist es schon seit 3 Wochen in der Wäsche. Beziehungsweise es taucht einfach nicht mehr auf bei mir. Aber ich habe es auf jeden Fall noch. Und zwar ist es ein wunderschöner rosaner Pullover. Und die Ärmel sind einfach wie bei einer Prinzessin. Das ist so flatterig. Ich kann es nicht beschreiben. Und ich glaube, der hat 7 Euro gekostet. So, das war quasi von der ersten Shoppingtour im Nova Eventis. Jetzt kommen wir zur zweiten Shoppingtour vom Nova Eventis. Da habe ich, glaube ich, noch alle Preise dran, beziehungsweise den Preiszettel, weil das auch erst ein paar Tage her ist, glaube ich 2 Tage oder so. Dann habe ich wieder richtige, krasse Schnäppchen machen können. Kommen wir mal dazu. Das ist ein Joker und der ist einfach mal samtig. Der ist aus Samt. Ein Joker aus Samt. Und dieses Samt ist türkis. Und das ist einfach so schön. Und er hat hinten einen goldenen Verschluss und der ist einfach mega angenehm und ich fand ihn so toll, ich musste den mitnehmen. Und auch einfach aus dem Grund, weil er ursprünglich 3 Euro gekostet hat und jetzt einfach nur noch 50 Cent gekostet hat. Und wer diesen wunderschönen Joker, der total royal aussieht, für 50 Cent nicht mitnimmt, der hat einen Schaden. Ich war dann weiterhin noch ein bisschen in der Schmuckabteilung unterwegs und habe ein paar Ohrringe gefunden. Einmal dieses 2er-Pack bzw. 3er-Pack. Ich habe dann erst später gemerkt, dass oben ein paar Ohrringe fehlen. Ist aber auch nicht schlimm. Bei dem Preis geht das völlig klar für mich. Hat zuerst 8 Euro gekostet. Natürlich mit den Ohrringen hier oben drin. Aber die waren ja weg. Ist ja erstmal egal. Denn runtergesetzt hat es einfach nur 2 Euro gekostet. Und für 2 Euro ist es mir dann wirklich egal, ob das erste paar Ohrringe dann halt fehlt. Weil ich habe es eh nur auf die unteren abgesehen. Und dann habe ich noch diese wunderschönen Ohrringe gefunden. Das sind einfach mal so Strassketten. Die haben zuerst 10 Euro gekostet und wurden auch untergesetzt auf 2 Euro. Dann habe ich
noch etwas bei H&M gekauft und das war, glaube ich, auch das letzte, was ich von H&M gekauft habe. Und zwar diesen BH. Und er ist einfach komplett aus Spitze. Also hier halt einfach nur Spitzenstoff. Für manche mag das unangenehm sein, wegen Nippelalarm und so. Aber ich muss sagen, wow, der ist so bequem. Ich habe gerade noch den weißen davon an, die waren nämlich im Zweierpack. Und im Zweierpack für 7 Euro. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen bequemen BH getragen. Ich meine, klar, er bringt im Busen nicht so krass in Form wie ein BH mit richtigen Pads, mit richtigen Körbchen. Also der BH erfüllt seine stützende Aufgabe, aber er engt halt auch nicht ein. Wenn Frauen sich manchmal beschweren, dass ihr BH sie einengt und abdrückt und sie froh sind, wenn sie ihn zu Hause ausziehen können, dann würde ich so ein BH wirklich empfehlen, weil das mega bequem ist. Und im Sommer kann ich mir vorstellen, dass das mega schön luftig ist. Und ich kann es kaum erwarten, diesen BH im Sommer zu tragen, ohne Mist. Ich glaube, ich werde mir noch mehr von diesen Spitzen-BHs anschaffen. Ganz einfach, weil die einfach so bequem sind. Und ich glaube, es ist auch viel gesünder, wenn man dem so ein bisschen mehr Freiraum gibt. Und nicht diese unnatürliche Brustform herbeizwängt, sondern einfach der natürlichen Brustform ein bisschen mehr Platz gibt und sie einfach sein lässt, wie sie ist und sie nicht so einzwängt. Und ich glaube, das ist einfach auch viel gesünder, auch für den Rücken. Jetzt kommen wir noch zu einer letzten, nein, nicht zur letzten Sache, sondern zu der einzigen Sache, die ich zum Originalpreis gekauft habe, aber eben halt auch gekauft habe nur bei Juventus. Ich war bei Müller und habe mir mein erstes High-End-Make-up von meinem eigenen Geld gekauft. Und zwar für ungefähr 13 Euro, glaube ich 12,95 Euro oder so bei Müller. Und zwar die Cleopatra's Kiss Palette von Sleek. Das ist eine Highlighter-Palette, so sieht die Verpackung aus. Und meine Chefin hat die sich geholt und ich fand die einfach so himmlisch. Ich habe die schon im Internet öfter mal gesehen. Und da mein Highlighter, mein Mary Luminizer gerade fast alle ist und das mein Lieblingshighlighter ist, dachte ich mir, ich brauche unbedingt einen neuen. Ich habe mir zwar die Mrs. Bella Palette geholt, wo Gold Digger drin ist, aber ich weiß nicht. Mrs. Bella hat von sich selbst gesagt, Gold Digger übertrifft alle Highlighter überhaupt. Sie übertrifft auch den Mary Luminizer. Und ich muss sagen, dieser Meinung bin ich nicht. Es ist vielleicht eine schöne Farbe, ja, aber der Schimmer, wenn ich den auf meine Wangen mache, sehe ich von dem Schimmer nichts. Einfach, ich habe das Gefühl, da sind fast keine Glitzerpartikel drin. Und dein Highlighter muss für mich nicht nur so leicht glänzen, dass wenn ich total krass drauf leuchte, immer ein leichter Reflex kommt, sondern ein Highlighter muss für mich beim ersten Strich, boom, der muss für mich wie die Sonne strahlen. Das muss jeder sehen, wenn man den Raum betritt. Und das war bei Mary Luminizer so. Ich habe drauf gemacht und schon hat man hier mega die scheinende Schicht gesehen. Und das fehlte mir bei Gold Digger. Diese Highlighter-Palette von Sleek, die Cleopatra's Kiss Palette, die erfüllt diese Wünsche. Ich meine, guckt euch doch einfach mal diese Farben an. Delta und Destiny sind übrigens Creme-Highlighter. Also die lassen sich jetzt mit dem Pinsel nicht so gut aufnehmen, das muss man schon mit dem Finger machen. Sphinx und Godness sind einfach Puder-Highlighter, die jetzt so geil glittern. Das verstehe ich unter einem ordentlichen Highlighter. Und ich glaube, da habe ich mein Geld auch gut rein investiert. So, und dann habe ich noch zwei mega krasse Schnäppchen gemacht, die ich allerdings noch nicht hier habe, weil sie noch unterwegs sind. Und zwar habe ich die über Kleiderkreisel gekauft. Einmal eine Winterjacke und die war ursprünglich auch von H&M. Ich zeige die euch mal kurz. Ja, das ist die hier. Ich blende euch hier einfach noch mal ein Bild ein, wenn sie angekommen ist, wie sie an mir aussieht. Und ja, die habe ich halt für 15 Euro bzw. 19 Euro inklusive Versand bekommen. Und ursprünglich hat sie dann halt wirklich 60 Euro gekostet. Und das ist für mich ein richtig krasses Schnäppchen. Was ich mir schon Ewigkeiten zulegen wollte, aber es einfach nicht gemacht habe, weil es einfach meinen Finanzrahmen gesprengt hätte, war ein Parfüm. Und zwar habe ich mich damals, war das so eine Aktion bei Yves Saint Laurent. Man soll sich auf dieser Website anmelden und dann bekommt man eine Probepackung von dem Black Opium Floral Shock gesendet und dazu die Shock Mascara, die bei mir jetzt mittlerweile auch alle ist.
Und ich habe beim ersten Spritzer von diesem Parfüm, habe ich mich in dieses Parfüm verliebt. Und als ich bei Müller war und mir die Sleep Palette gekauft habe, habe ich es nochmal ausprobiert und ich habe mich erneut verliebt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche dieses Parfüm. Ich habe dann mal auf Douglas.de geschaut und zwar die 50ml Version von diesem Parfüm kostet normalerweise so 89 Euro und die 90ml Version kostet 120 Euro. 90ml brauche ich eigentlich nicht, weil ich glaube 50ml reichen vollkommen aus, 90 wären einfach echt viel. Aber dann habe ich auf Kleiderkreisel ein Angebot gesehen, die 90ml Version, die normalerweise 120 Euro kostet, für, pass auf, 65 Euro. Ich meine, die 90ml Version kostet komplett neu, verpackt, original verpackt, unbenutzt, einfach weniger als die 50ml Version im Laden. Und da dachte ich mir, gut, du bist richtig blöd, wenn du da jetzt nicht zugreifst. Und ja, dieser Duft ist einfach der Wahnsinn. Ja, und das war's mit meinem Video für diese Woche, mit meinem Schnäppchen-Haul. Ich finde, da waren schon ein paar richtig krasse Schnäppchen dabei. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch dieses Format gefällt. Seid ihr auch so ein krasser Schnäppchenpfleger wie ich? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und natürlich würde es mich wie immer unterstützen, wenn ihr dieses Video teilt und ein Abo dalasst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Und da wird es dann auch schon ein bisschen gruselig. Ihr dürft gespannt sein. Halloween! Okay, bis dahin. Ciao!